Herr Minister Dr. Althusmann, wie fühlt man sich als jüngster Ordensträger der Dammer Karnevalsgesellschaft? Bin ich das in der Tat? Ich sehe gar nicht so aus, aber ich fühle mich gut damit. Das sind Sie in der Tat, ja. Ah, okay. Wie schwer ist es Ihnen heute gefallen, aus der Nicht-Karnevalshochburg Hannover nach Damme zu fahren? Damme ist das Zentrum des deutschen Karnevals, das wissen wir. Es gibt nichts Schöneres, als hierher zu kommen. Also insofern ist es schon eine Verpflichtung für jeden, einmal am Dammer Karneval teilzunehmen. Und ich habe vorgeschlagen, dass es zukünftig bitteschön auch Unterrichtsfach werden möge. Schatz. Und was nehmen Sie für Ihre zukünftige politische Arbeit mit? Die Dammer sind sehr bescheiden. Die wollen im Grunde nach dem gesamten Jahresüberschuss von 1 Milliarde Euro hier in der Region verbuddeln. Ich werde mich dafür einsetzen. Das ist wunderbar. Ich danke Ihnen. Auch das war ein Scherz. Sehr gut. Wir haben uns gestern sehr gefreut, dass der Umzug stattfinden konnte, wenn auch verkürzt. Aber nichtsdestotrotz hat es einen Riesenspaß gemacht. Es war angekündigt, dass es der stürmischste Umzug aller Zeiten wird. Hattest du oben ein wenig Bescheid gesagt, dass der Wettergott sich da etwas zurückhalten soll? Na klar, haben wir gebetet und gefleht, dass es besser wird mit dem Wetter, beziehungsweise nicht ganz so stark, wie es angekündigt war. Aber ich finde, es hat gut geklappt. Liebe Wählerinnen und Herren! Es ist der Punkt gekommen, wo die Närrin von Damme das Rathaus, Schlafhaus übernehmen. Wir machen ein richtiges Rathaus raus. Wir hauchen dem Rathaus Leben ein. Du hast das noch nie erleben wollen, Gerd. Welches Leben? Wie sieht's aus im Rathaus? Hast du aber durch alle Räume geguckt, ob da noch einer im tiefen Winterschlaf liegt? Habe ich gemacht. Hast du? Kann er dir sauber übergeben, Besen rein? Dann sind wir soweit und wir wollen den Schlüssel von dir haben, den darfst du jetzt gleich unserer Autorität geben. Du wolltest bestimmt auch ein, zwei Worte sagen. Ja. Bist du traurig? Ja. Verstehe ich. Bist du so traurig, dass du nach Hause gehst? Nein. Wir trinken noch eins zusammen. Wir bleiben trotzdem Freunde. Ja, liebe Närrinnen und Närrin, ich bin natürlich nicht traurig, sondern ich bin überglücklich, dass wir diese zwei Umzüge jetzt hier so erleben dürfen. Die ganze Woche, muss ich sagen, haben wir ganz schön gezittert und mitgefiebert. Also aber was wir gestern erlebt haben und heute, das ist doch einfach geil. Und insoweit bin ich glücklich, dass ich jetzt den Schlüssel übergeben darf an Frank den Dritten, damit ich mich auch endlich selber ins Getümmel stürzen kann und ohne irgendwelche Gedanken Karneval erleben darf. So, lieber Frank, das ist der Schlüssel für dich. Viel Spaß damit.